Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Hombi von Hombis Welt. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2022. Ich mache heute eine Neujahrswanderung mit dem Dr. Urbex und dem Malexius. Ich glaube, das wird eine kleine Chaos-Tour. Wir sind hier in Düsseldorf an dem Angermändersee. Ich schreibe es unten drunter. Die Komoot-Route ticker ich auch mit. Wir haben jetzt 10 vor 9. 9 Uhr wollen wir uns treffen. Ich bin ein bisschen zu früh, das Auto war zu schnell. Ich sag mal, bis gleich. Ich glaube, dann kommt schon einer mit der Proletenkarre, den Doktor. Hört ihr? Der Doktor kommt und ganze Nachbarschaft ist weg. Wach. Weg. Ey, der wird ja heute schon wieder was. So, unsere Tour hat gestartet. Nee, unsere Tour ist gestartet. Da fängt es auch wieder gut an. Ich bin da nicht alleine. Wir haben hier den Kollegen Malexius. Hallo, morgen. Und der Kollege, der ist so schnell. Hi. Ja, Kollege, wie heißt der Kollege? Kollege Dr. Urbex. Wir sind heute in Düsseldorf unterwegs, 15 Kilometer. Wir machen aber Umweg, ne? Okay, das ist gar nicht da. Er muss schon Pipi. Waschlappen. Ach so. Aber ich würde sagen, die Hausbesitzerinnen haben da einen Hund und die machen den hier sauber. Das ist einfach nur ein Tipp. Danke. Ja, und wir wollen vielleicht einen Abstecher am Flughafen machen. Nach Mallorca fliegen. Nach Malle fliegen, kurz baden, dann Sangria trinken und dann wieder zurück. Ja, wird bestimmt chaotisch das Video. Ich sag mal, bis gleich. Und hier, ich blute. Scheiße, ey, welcher Idiot hat die Route rausgesucht? Schön mit Turnschuhen. Papa! Oh, mit dem Schlamm bleibt hier stehen. Ja, sind ja nur 15 Kilometer, brauchen wir wahrscheinlich 2 Tage für. Was haben möchte. Nix. Ich halte nur mal die Kamera in die Höhe. Da kriegst du sofort Angst, ne? Wir haben den Malexius verloren. Da ist er doch. Ja, schön hier. Wir sind jetzt wieder auf normalen Wegen unterwegs. Da war Kilometer 1, hatte ich eine Pause. Oh, ist falsch gelaufen, hätte ich gar nicht Fahrt genießen. So Leute, bis jetzt passiert nicht so viel hier. Wir laufen Route vom Hombi. Über Felder. Die meckern die ganze Zeit, was ich für eine scheiß Route rausgesucht habe. Vielleicht weine ich aber auch gleich. Ich mache dieses Jahr dann einen auf Mitleid. Die haben mich auch schon gemobbt. Ah. Guckt da wieder so unschuldig. Hier Schlager. Ich werde wahnsinnig. Ich will nur hier schön die Umgebung so ein bisschen filmen hier. Ich habe mich ein bisschen abgesetzt aus diversen Gründen. Leute, ich habe gerade was gefunden. Ein Dia. Und als ich da erst mal durchgeguckt habe,
ist es ein Nacktfoto. Weiß ich, kann man das irgendwie... Das werde ich werde es online stellen, aber ich werde es wahrscheinlich stark verpixeln müssen. Geil. Habt ihr die Gazelle gesehen? Oder wie hieß nochmal das Tier mit dem Rüssel? Wo gehen wir denn jetzt hin? So, wir befinden uns jetzt am Flughafen Düsseldorf und warten jetzt mal auf einen Flieger. Was sagen Sie zu der aktuellen Bombensituation? Dass ich dieses schöne Sennheiser-Mikrofon auch noch zu Hause liegen habe und immer noch nicht zurückgeschickt habe für 100 Euro. Ah, der Klaas hat hier einen Weg rausgesucht. Herrlich, seht ihr den? Ich auch nicht. Ist schon geil. Wenn man sich einmal auf Glas verlässt, ist man verlassen. Was sehen die anderen? Ich habe halt nur deine langweilige Komoot-Route ein bisschen spannender gemacht. So. Ja, jetzt haben wir gar keine Route mehr. So, wir haben ja unser Mittagessen in Hütte erreicht und kochen jetzt. So, ich habe mir mal was vorbereitet. Leute, neues Jahr, neues Glück. Veganes Hack. Ich werde jetzt Veganer. Das ist ja ekelhaft. Die Frage ist natürlich, wie schmeckt es? Das werden wir heute herausfinden. Wasser. So, und dann habe ich vorbereitet. Instant-Nudeln, also hier diese Mie-Nudeln. Brötchen, schmeiße ich aber jetzt nicht da rein, nehme ich mal hier neben. Dann habe ich hier nochmal Mie-Nudeln. Dann habe ich hier einen Suppenwürfel. Und alles da rein. Dann habe ich hier eine, weiß ich nicht, Chili, und auch mit da rein. Und hier habe ich so getrocknetes Suppengemüse mit Röstzwiebeln. Und auch alles da rein. Dazu kommt dann das vegane Hack. Ich probiere das mal. Schau mal, Leute, ich habe hier gerade an diesem leckeren Hack gerochen, ne? Geraucht oder gerochen? Das riecht wie wenn ich in der Tierhandlung an der Trockenfutterabteilung vorbeilaufe. Wahrscheinlich lachen mich jetzt alle aus. So, das muss reichen. Jetzt wird geköchelt. Ja, jetzt sehen wir jetzt mal dieses vegane Hackzeug hier von der Flamme. Meinst du, sie ist schon fertig, während die anderen noch, ne? Ich spüre gleich schon, während die anderen noch essen. Ja, in Villa Rivo wird schon getanzt und Villa Bajo wird noch gespült oder so, genau. Ich bin so gespannt auf dieses... Kennt ja meine Meinung dazu, aber... Man soll ja erst meckern, nee, erst probieren, dann meckern, ne? So, hier. Also vom Licht hier ist aber gerade kacke hier. Man sieht mich gar nicht richtig. Meine ganze Schönheit kommt gar nicht. So, Leute. Hat die Konsistenz von viel zu lange gebratenem Hack. Und geschmacklich hat das mit Hack nichts zu tun. Hat damit nichts zu tun. Doch mit Hack gleich. Oder hätte ich das noch würzen müssen? Weiß ich nicht.
Hätte ich das würzen müssen? Schreibt aber ruhig in die Kommentare. Ich kenne mich da nicht so aus. So, schaut mal. Oh, ist ein bisschen ein Verkehrsunfall. Aber das Wichtigste ist auch da. Ich habe die Buchstaben extra für euch aufgehoben, Jungs. So, da ist unsere Schützhütte. Hier haben wir jetzt fürstlich gespeist. Als Nachtisch gab es eine Buttercremetorte, die hatte ich von meinem Geburtstag noch über. Und jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr zu laufen, aber vielleicht doch Taxi. Man weiß es nicht. Wir sind ja auf jeden Fall mitten im Wald, im Nirgendwo. Und Komoot sagt irgendwie noch 10 Kilometer. Die laufen wir jetzt in einem durch. Da sitzen sie, die beiden Vögel. Rechts Manexius, links Dr. Urbex. 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 Ich bin eingedeutscht, hier ist Urbex. Das Lied ist sehr langsam, ne? Ja, das macht einem wirklich ein bisschen Sorge, so langsam im Ton. Schaut mal, Leute! Sonne! Ja, ihr sollt nicht schauen. Ja gut, schaut auch mal. Das sind die Sonnenkinder. Da war schon wieder eine Scheiße, aber ihr kennt mich ja. Ist das geil, ne? Geil, ne? So. Die gehen mir beide total auf den Sack, die erleben nichts. Leute, ey, wir sind mitten im geilen Wald. Boah, Alexius, das ist nicht eine langweilige Tour hier. Gerade da haben wir echt Müll rausgefunden. Hier gibt es nur Bäume. Wir sind schön in der Natur und die beiden immer nur, wir brauchen Content, wir brauchen Action, wir brauchen Brüste, wir brauchen all sowas. Ey, wir sind hier schön geil in der Natur. Oh, da vorne kommt Scheiße. Was, links? Wird schon wieder links gehen? Die wollen abhauen. Mobbing. Ja, sieht hier herrlich aus, ne? Kombi nicht fallen. Ich gebe mir Mühe. Wir befinden uns jetzt Burgkellnerei, ist aber jetzt wohl im Privatbesitz, aber mehr darüber. Hört ihr jetzt von der Isabel die Stimme aus den Off? Der Zutritt zur Burgkellnerei ist für Hombi, aber auch alle anderen Wanderer und Spaziergänger verboten. Die Wasserburg befindet sich nämlich in Privatbesitz. Die Burg selbst wurde in der Stauferzeit errichtet und vom Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg 1167 erworben. Erzbischof Engelbert von Berg gab die Burg nach Amtsantritt an seinen Bruder ab. Als dieser starb, baute Engelbert von Berg die Burg zu einer Grenzfeste aus. Noch heute kann man den Hauptbau mit dem Rundturm dazu erkennen. Die Burganlage in Angermund galt als das nördlichste Bollwerk der bergischen Grafen und Herzöge.
Warum aber heißt die Burg Kellnerei? Sie war ab Mitte des 15. Jahrhunderts Sitz eines bergischen Kellners. In dem runden Turm befand sich übrigens ein Gefängnis, also nichts mit Prinzessinnenromantik. Da wurden eher geknüpfte Laken statt langer Haare heruntergelassen. 1970 wurde der landwirtschaftliche Betrieb in der Burg eingestellt. Danach stand sie lange leer und verfiel. Bis 1985 wurde die Burg saniert und zu einer Wohnanlage umgestaltet. Huh? So, wir sind jetzt am Wasser. Ich weiß nur nicht, ob das auch dieser Angemunder See ist. Das werde ich aber dann auf jeden Fall drunter schreiben. Aber es sieht ja schon geil aus, oder? Hier geht die Sonne wieder auf die falsche Seite. Aber geil, oder? Einfach geil. Leute. Kilometer 14,7. 2,8 müssen wir noch. Ist eine so eine Panne-Tour, aber lustig. Seht doch mal den Himmel. Oder Klaas, wie geht's dir mit der Höhenangst? Oh, ganz schlimm. Ist das echt ein Highlight nur? Kann man nicht die andere Brücke wieder zurückgehen? Habe ich auch gerade überlegt. Stimmt. Wo die Brücke sieht so klein und unbenutzt aus. Die Brücke, da kommt. Vorsicht, Kopf reinziehen, nicht auf die Kamera gucken. Ach scheiße, was hab ich denn jetzt gemacht? Das sind die Profis. Das geht noch mal gut. Der Hombi fällt dann nicht ausnahmsweise. Ist ja bescheuert, sind die. Die wollen, dass ich mich hinlege. Aber das nur fürs Videomaterial. Hier am besten über den dicken Stamm. Boah, ist das glatt, ey. So eine Kacke hier! Kamera ist drauf, wir brauchen Content. Ach Mann, ey. Das ist nur hier der Anfang. Dann nimm Anlauf. Ja, ja. Aber alleine gehe ich da auch nicht hoch. Den Schuhen brauchst du nicht. Kannst du es versuchen über die Seite? Ja, das geht. Aber da darfst du auch nicht abrutschen. Ja Mist, wenn das von da oben hättest du jetzt so gut aussieht, da kannst du gut runterführen. Der filmt auch noch daher, ne? Dankeschön. Boah, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Ich
Tischer sieht den dicksten Baum. Das ist ein Dornast. Danke. Boah, da kommen wir doch nicht her. Nee, wir zurückgehen. Ich kann mich hier aber nie irgendwo anhalten, festhalten. Und ich schmiere hier ab. Immer. Wie soll ich denn da herlaufen? Wenn ich da hintritt, dann bin ich unten. Keine Chance? Ja, dann müssen wir halt doch wieder zurück und dann die Abkürzung nehmen. Mist. Oder kann man unten am Wasser lang laufen. Aber da kommst du ja auch nicht weiter, ne? Da kommst du auch nicht weiter. Genau so. Ja, hier mit Allrad geht er nur. Tja, scheiße. Laufen wir noch weiter nach rechts quasi von hier. So, meine Freunde, ich beende jetzt das Video. Hat's euch gefallen? Nein. Ja. Achso, ja, ja, natürlich. Super, Umbi. Ja, wir sind 16,5 Kilometer jetzt gelaufen. Anderthalb kommen noch oder 1,3 kommen noch. War matschig. Highlights hatten wir ohne Ende, ne? Die Jungs, die Baywatch Girls und so, war ja alles mit drin. Ja, ich beende hier mit das Video. Danke fürs Zuschauen. Da bleibt ja alles drin, das ist mir ja wurscht, was er da erzählt. Und wenn noch was passiert, filme ich das noch. Ansonsten, ja, bis bald. Ich bin der Hombi von Hombis Welt. Ja, wir sind hier Dr. Urbex und Alexios. Auch von Hombis Welt heute. Profile verlinke ich natürlich unten. Die Komoot-Route verlinke ich natürlich unten auch. Schaut mal bei den beiden vorbei. Haben auch eine an der Waffel.